Guck mal, das ist doch das perfekte Sommerwetter, also in Anführungsstrichen Sommerwetter, für den Dreh der Mobile News, oder? Also, wenn ihr das Wetter auch so mistig findet wie ich hier und ihr der Meinung seid, dass Sommer ja wohl anders aussieht, dann gebt mal einen Daumen hoch. Ich will mal sehen, ob wir mindestens 50 Leute finden, die der Meinung sind, dass das hier wohl kein Sommer ist. Also, Daumen hoch, ihr Lieben, wenn ihr auch den Sommer haben wollt. Und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Mobile News 28 2017 stehen an. Es gibt ja einen Koffer voller News. Und der hier, der Schweigefuchs, ist auch dabei und schon ganz gespannt. Seht ihr, wie er die Öhrchen gespitzt hat und ganz gespannt ist. Also, auf geht's. Amazon scheint einen eigenen Messenger zu planen. Und zwar ist es wohl so, dass sie im Moment unter ihren Kunden eine Umfrage machen, was sie wohl am besten an einem Messenger finden und was da unbedingt mit drin sein sollte, der Kundenmeinung nach. Wahrscheinlich heißt das Ding dann Anytime. Es soll wohl komplett das Social Network ersetzen. Man soll sich unterhalten können, man soll Hotels buchen können, man soll Restaurantreservierungen machen können und auch direkt einkaufen. Und man soll halt auch untereinander schreiben. Mehr ist leider noch nicht bekannt. Aber das soll wohl der größte Konkurrent zu WhatsApp zum Beispiel werden. Die Frage ist nur, ob das wirklich klappt, weil es gab ja auch schon andere Messenger, die versucht haben, auf den Markt zu kommen. Und meistens entscheidet ja doch letztendlich, ich sag mal, die Audience, also ihr entscheidet, was ihr für einen Messenger haben wollt. Es wäre natürlich eine Möglichkeit, so wie bei Facebook, dass der Messenger dann direkt in die Amazon-Software mit eingebunden wird und keiner mehr die Möglichkeit hat, was anderes zu benutzen oder anders auf andere Weise Amazon zu benutzen, aber letztendlich wird sich zeigen, ob das wirklich dann eine ernstzunehmende Konkurrenz werden wird für einen anderen Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder hier, wie heißen die anderen alle, Threema und so weiter, Telegram. Es wird wirklich schwer, in den Markt mit reinzukommen. WhatsApp hat auch eine Neuerung und zwar kann man ab sofort Dateien in hoher Qualität verschicken. Man kann also erstmal jede Datei verschicken, also jedes Dateiformat ist jetzt möglich über WhatsApp zu teilen, wie bei einer E-Mail als Anhang. Und es ist möglich, Bilder auch in höherer Auflösung zu teilen. Vorher war es ja so, wenn ihr ein Bild verschickt habt, dann hatte das vielleicht 50, maximal 100 Kilobit. Ich glaube, ich habe noch kein Byte natürlich. Ich glaube, ich habe aber noch kein einziges Foto gesehen, das wirklich über 100 Kilobyte groß war. Also im Grunde waren die alle so 50, 60 Kilobyte und damit in wirklich schlechter Qualität. Man konnte das Ding sich gerade mal irgendwie auf dem Handy angucken, aber wenn ihr versucht habt, da irgendwie auf Papier ein Poster auszudrucken, dann war das richtig schlechte Qualität. Und das ist jetzt anders. Ihr könnt also Dateien in großer Größe verschicken, in Originalgröße sozusagen. Das Limit liegt bei Android bei 100 Megabyte und bei Apple muss ich mal eben nachschauen. Kleinen Moment. Die Obergrenze der Megabyte liegt bei Android bei 100 Megabyte. Bei iOS liegt es bei 128 Megabyte. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen gemein, dass Apple da bevorzugt wird. 64 Megabyte könnt ihr über den Browser verschicken, also über die Web-Version von WhatsApp. Und iPhones können 104,86 Megabyte pro Datei verschicken. Ich habe keine Ahnung, warum das ein so krummer Wert sein muss bei den Windows-Phones, aber ist halt so. Nun ist es tatsächlich passiert, Samsung hat sein Note 8 geleakt und zwar vor der offiziellen Vorstellung des Gerätes ist es schon auf der Homepage für die Prozessoren zu sehen. Und zwar ist da ein Exynos 9 Prozessor, für den Werbung gemacht wird und dieser Prozessor liegt auf einem Handy. Und dieses Handy ist eindeutig kein S8, weil es viel zu kantig ist und trotzdem hat es nur einen ganz dünnen Steg oben. Das muss also das Note 8 sein. Und es sieht auch so aus, als sei das nicht unbedingt ein Versehen, denn man kann letztendlich von dem Handy wenig erkennen. Man sieht im Grunde nur die obere Seite des Note 8. Aber es sieht halt auf jeden Fall so aus, als hätte Samsung nun wirklich quasi die Gerüchte bestätigt. So sieht das Modell anscheinend dann tatsächlich aus. Es gibt noch ein zweites Bild. Da wurden alle Gerüchte mal zusammengetragen und in verschiedenen Farben sogar gleich schon dargestellt. Und da sieht man halt auch, das Note 8 wird
wirklich toll. Samsung macht das ja nicht zum ersten Mal, denn ich hatte damals auch darüber berichtet, dass das S8 zum Beispiel bei der Vorstellung eines Displays schon zu sehen war. Und das sind halt nicht immer versehen. Ich denke eher, dass Samsung da drauf spekuliert, dass sie kostenlose Werbung für den Sensor bekommen. Denn wenn der halt auf diesem Leak jedes Mal dabei gezeigt wird, dann kann das natürlich nur im Sinne von Samsung sein. Also kostenlose Werbung über sämtliche Medien gestreut. Perfekte Taktik im Grunde von Samsung. Im Moment ist übrigens der Release-Termin der 23.8., also Ende August, dürfen wir uns dann freuen, das Note 8 wohl tatsächlich schon kaufen zu können. Im Moment wurde es halt, wie gesagt, noch nicht mal vorgestellt, deswegen ist das alles natürlich doch etwas vage, aber aktuell scheint der Termin halt tatsächlich noch festzustehen. Das mit dem Release-Datum klappt übrigens nicht bei allen so schön wie bei Samsung aktuell, denn es ist wohl in Cupertino ziemliche Panik unterwegs. Dazu aber gleich mehr. In der letzten Woche ist in den USA, in New Mexico, ein 14-jähriges Mädchen gestorben, weil es sein Handy in der Badewanne benutzt hat. Und das Handy benutzen selber ist quasi gar nicht das Problem, weil das könnt ihr eigentlich schon. Der Akku ist halt nicht so gefährlich, die Leistung, die da drauf ist. Aber das Mädchen hat dieses Handy gleichzeitig geladen und hatte das halt an diesem Ladekabel dran. Und dann ist es wohl passiert, dass das Handy mit dem Ladekabel ins Wasser gefallen ist. Und dieses Ladekabel hat dann das Mädchen tatsächlich umgebracht, es hat zu Herzstillstand geführt und sie ist letztendlich daran gestorben. Ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, weil ich dachte, dass das Ladegerät gar nicht so hohe Spannung liefert, dass es jemanden umbringen kann. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass man dann auch an so einer Ladung sterben kann. Also seid bitte vorsichtig. Ich meine, jeder von euch weiß, dass ihr keinen Föhn mit in die Badewanne nehmt und schon mal eure Haare fertig macht oder so. Und auch, dass man ein Radio nicht direkt mit Stromanschluss auf den Badewannenrand stellt, das sollte mittlerweile jeder wissen. In Deutschland ist es so, dass der FI-Schalter dann rausfliegen würde, wenn das Gerät in die Badewanne fällt, aber das ist halt nicht gesichert. Ihr spielt da, wenn ihr das ausprobiert, mit eurem Leben. Also, das wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen für alle die, die das auch nicht wussten und Daumen hoch, wenn ihr das nicht wusstet. Obwohl, wir machen ja schon Daumen hoch, wenn der Sommer schlecht ist, nur das wird ein bisschen durcheinander führen. Egal, macht den Daumen hoch und bitte nehmt auf jeden Fall kein Ladegerät mit in die Badewanne, das scheint echt gefährlich zu sein. Wie gesagt, wenn ihr schon mal gehört habt, in Deutschland fliegt der FI-Schalter raus, verlasst euch da nicht drauf. Es kann halt immer passieren, dass irgendwie etwas schief läuft und am Ende zahlt ihr dann die Rechnung und zwar ziemlich hoch. Ziemlich hoch? Geht's überhaupt noch höher? Kann man eine Rechnung höher bezahlen als mit dem Leben? Herr Ober, ich möchte meine Rechnung bezahlen. Ja, das war 13 Euro. Nein, ich würde gerne mit meinem Leben bezahlen. Keinen Sinn. Ist ziemlich hoch die Rechnung. Cupertino ist das Thema und zwar gibt es wohl wirklich Panik im Hause von Apple, denn es ist so, dass sie anscheinend den Release nicht schaffen werden. Also der Termin, der feststand, der wird anscheinend nicht eingehalten werden können, denn es gibt mehrere Probleme. Es gibt wohl Probleme bei der Zulieferung von Hardware, es gibt Probleme bei der Einbindung von iOS 11, Probleme über Probleme und jetzt ist es wohl sogar so, dass Apple schon für mehrere Millionen Dollar noch Maschinen gekauft hat, die dann helfen sollen, zusätzlich diese Geräte zu produzieren. Es wird wohl also zu einem Engpass kommen und das wird eventuell tatsächlich zu höheren Schwarzmarktpreisen oder vielleicht sogar zu höheren Preisen generell im Shop führen. Wobei das bei Apple schon zu Anfang nicht das Problem war, denn auch das erste Apple war ja absolut wenig zu bekommen und nur bei einem Provider zu kaufen und letztendlich hat das dem Erfolg des Apples keinen Abbruch getan, aber es sieht wohl wirklich eng aus und die Gerüchte vermehren sich auf jeden Fall, dass in Cupertino jetzt aktuell richtig Panikstimmung ist. Übrigens, wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt, dann schreibt mal bitte Hashtag Panik in die Kommentare. Dann weiß ich, dass ihr euch das hier auch noch angeguckt habt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. September wird auf jeden Fall sehr eng und ich bin wirklich mal gespannt, ob Apple das noch schaffen wird, irgendwie im letzten Quartal quasi dann das rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft vielleicht noch, das Apple auf den Markt zu bringen.
So ihr Lieben, das war's dann schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, dass ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und Let's Gaming hat mich gebeten, dass ich ihn vielleicht mal grüße. Also, schönen Gruß mit dem ohrwinkenden Schweigefuchs. Übrigens, ein Hinweis noch. Ich hatte ja gesagt, ich würde ein 1000 Abonnenten-Special machen und jetzt sind es 1004 Abonnenten auf meinem Kanal. Ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht, dass ich jetzt plötzlich 1000 habe, weil ich habe, glaube ich, bei 900 habe ich das angekündigt und habe irgendwie noch gar nicht drüber nachgedacht, was ich dann überhaupt jetzt für Fragen beantworten möchte. Also das wird auf jeden Fall nachgeliefert, vielleicht bei 1015 oder so. Auf jeden Fall bin ich da dran an der Sache, das habe ich nicht vergessen, aber ich wurde wirklich überrascht von der Geschwindigkeit, in der ich plötzlich jetzt 1000 Abonnenten habe und ich habe mich riesig gefreut. Also, ich wünsche euch eine angenehme Woche und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.